Hey ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, die Mimi und der Chris. Heute haben wir was ganz Tolles für euch und wir sind ja genauso gespannt. Und zwar seht ihr hier 6x Celebration Booster. Die sind aus 2 Tinboxen und einer Katapultra-Box und natürlich dann auch den Farbenschock-Booster. Ja, wir haben uns das jetzt folgendermaßen gedacht, ja. Ich habe einmal die Packs und dieselbe Anzahl an Packs hat auch der Chris. Und wir schauen einfach mal, wer mehr Glück bei der Sache hat. Ist hier was Tolles drin bei mir oder eher beim Chris? Und er zieht sein heißgeliebtes Klurak vielleicht. Wäre auf jeden Fall schön. Ich mache auf jeden Fall mal ein bisschen Strichliste. Genau. Wer die meisten Vintage-Karten zieht. Genau. Und ich möchte heute zwischendurch Farbenschock aufmachen. Also wundert euch nicht, weil heute ist mir danach Farbenschock. Ich bin ja immer noch der Suche nach dem Rainbow Pikachu. Von daher fangen wir doch direkt mal an. Let's go. Lasst die Spiele beginnen. So, Kyogre, Zekrom und Ho-Oh und ein Mew. Das war schon mal nix. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? So, also wenn ich wählen dürfte, hätte ich gerne noch Turtok und natürlich das Nachtara. Und noch so die EX-Karten. Wäre schön, ja. Reshiram. Okay, und Ein Zacian V. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob der mir fehlt oder das Samacenta. Mir fehlen beide noch. Farbenschock mal zwischendurch. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Die Energie. In den meisten, Therme. In den meisten Boxen haben sie ja Kukuna. Urgel! Urgeli! Hier seht ihr einmal den Vergleich. Normaler Urgel und Shiny Urgel. Otaro. Ganoville. Wie auch immer. Schwalbini. Hornlio. Watzapf. Nice! Nehme ich auch gerne. Und eine Remix. Ey, ich glaub's nicht, ich fall vom Glauben ab. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall vom Gefühl her, dadurch, dass Celebration ja eine relativ gute hohe Pullrate hat, finde ich, dass die anderen Booster, also nehmen wir jetzt mal Farbenschock, auch gar nicht so schlecht sind. Ja. Also, ich finde es ja jetzt nicht schlecht, ne? Sehr nice, auf jeden Fall. Ja. Jetzt ärgere ich mich, dass ich mir die anderen doch noch habe, nochmal zurück. Also, habe ich zur Seite gelegt. Aber naja. So, das kommt mal hier hinten hin. Gibt es dann eventuell mal einen Livestream von den ganzen Einzelboostern, die wir noch haben, aus den ganzen Boxen? Ja, und bei mir wäre das so um einige. Ja. So. Weiter geht's mit Celebration. Oh, Leute, haben wir was? Ho-Oh. Xerneas. Oh, Pi. Das fehlt mir auch noch. Und ein Solgaleo. Nice. Stimmt, das hast du noch nicht. Nee, das habe ich noch nicht. Deswegen sehr, sehr cool. Kommt, ja. Auf den Vintage-Stapel, stimmt. Genau. Habe ich schon mal eins. Ein Punkt für die Mimi. So. Haben wir einen Zekrom, Reshiram, Lugia, Pikachu. Nehme ich natürlich auch sehr gerne, ne? So ist es ja nicht. Ja. So, jetzt haben wir nochmal Farbenschock. Wer das normale Pikachu nicht ehrt, ist das V-Max nicht wert. Genau. Na, da war doch was. Jetzt habt ihr einmal einen Code gesehen. 1, 2, 3, 4. So, jetzt mal gucken. Mal gucken, was dieses Pack hat. Da haben wir die Energie. Liga-Angestellte. Makago.
Splitiamo, Tanza, Fritzelblitz, Zwirrlicht, Fanti, oh, ich finde das so süß. Ja, ist es auch. Tarnhell, Aromaenergie und Admurai war's. Achso, jetzt habe ich gerade den Stapel gesucht. Celebrations! So, mal gucken. Irgendwie habe ich heute kein so gutes Gefühl, Leute. Mal gucken, vielleicht ist ja nochmal eine Vintage dabei. So, Zekrom, Cosmog. Nice. Nochmal Satchian. Cool, jetzt habe ich es ja auch schon in meiner Sammlung. Ich hoffe, das ist auch noch die Karte, die mir fehlt. Jetzt hast du auf jeden Fall zweimal. Ja. Das ist immer gut, wenn man sich ergänzen kann. Mhm. Wenn man so als Pärchen oder Ehepaar zusammen Karten sammelt und dem anderen fehlen noch jeweils eine Karte aus dem Set, kann man sich sehr gut ergänzen, auf jeden Fall. Gönnt euch. So, schauen wir mal hier. Zebritz, Schwalboss, Kate, Illizeba, Palimpalim, Galamorti, Hukumir, Zapladin, Schwalbini. Eine V, nice. Und nochmal eine V. Sehr, sehr cool. So, Leute. Da muss jetzt was kommen fürs Gefühl. Ja. Sonst... Ne, hast schon zwei Vintage-Karten. Ja, aber... Ist doch schon nice. Irgendwas, komm. Irgendein Big Hit noch. Reshiram. Kyokre. Ja, nice. Nochmal die andere Trainerkarte und... endlich! Nice. Den hast du auch nicht. Ja, wir kommen dem Master Set immer näher, glaube ich, oder? Ja. Das finde ich jetzt sehr cool. Beziehungsweise zwei Master Sets. Sehr, sehr cool, weil auf den habe ich nämlich auch noch gejagt. Nice, nice. Und ja, also wir haben hier. Dann haben wir hier. Und, was ich jetzt auch nicht schlecht finde, mal so zum Vergleich für Farbenschock, ja, nehme ich auch, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet wieder ein. Und dann schauen wir mal, was der Chris so zieht. Genau. Bis dann, ciao.